viele Hunde mit viel Fell und noch mehr Mythen rund um das Thema Fellpflege. Und die wollen wir alle aufdecken mit Franzi Knabenreich. Hi. Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei Rund um den Hund. Mein Name ist Massi Samin und heute klären wir Mythen auf rund um das Thema Fellpflege. Und dafür habe ich die beste Expertise dabei, Franzi Knabenreich. Hi, grüß dich. Hi. Franzi, du hörst auch mit Sicherheit während deiner Arbeit wahnsinnig viele Gerüchte. Ja, so viel kann ich gar nicht reden, wie ich Gerüchte höre den ganzen Tag. Es gibt viele Mythen, viele Halbwahrheiten, ganz, ganz viele Leute kennen sich einfach nicht aus, erzählen irgendwas, weil sie es vom Nachbarn gehört haben. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute hier bin und dass wir zwei zusammen mal so ein paar Mythen und Gerüchte aufdecken. Wir sind auch froh und deswegen fangen wir mal direkt an mit Mythos 1. Hunde schwitzen während des Sommers und deshalb müssen die kurz geschoren werden. Hunde schwitzen nicht. Da-dum. Ja. Das ist das eigentliche Problem, denn ganz viele Leute denken, dass die Hunde wie der Mensch über die Haut schwitzen, aber das stimmt nicht. Denn Hunde schwitzen über die Zunge und schön über die Pfoten. Genau. Und das ist das Problem. Denn der Mensch geht natürlich von sich aus und sagt, okay, wenn er schwitzt, dann zieht er den Pullover aus, also schert er den Hund ab. Ja? Aber es ist eben nicht so. Ne? Der Hund, der reguliert seine Temperatur nicht über das Fell und über die Haut, sondern über Zunge und die Pfoten. Und deswegen bringt dieses Abscheren nichts. Das ist eher im Gegenteil sogar, man nimmt dem Hund das schützende Fell. Ja? Also Sonneneinstrahlung, Wasser, Wind, Kälte, kommt alles an die Haut des Hundes. Deswegen nie, nie, niemals Hunde abscheren. Es sei denn, und jetzt kommt eine Ausnahme, den Felltyp Nummer 1, nämlich das einschichtige Fell, das kann abgeschoren werden. Dazu haben wir ein richtig cooles Video schon mal gemacht. Ich packe euch das einfach mal hier in die Infocard rein. Schaut euch das an. Also Leute, niemals abscheren, deshalb Mythos Nummer 2. Bürsten tut meinem Hund weh. Und dieses Problem entsteht meistens schon im Welpenalter. Welpen? Welpen! Zurück zum Thema. Was ist da dran? Da ist natürlich nichts dran, weil das ist so ein bisschen wie in der Kindererziehung. Kleine Kinder haben oft keinen Bock auf gewisse Sachen und dann versuchen die so gewisse Taktiken sich zu überlegen. Und wenn dann die Mutti, ja, die Hundebesitzerin oder der Hundebesitzer mit der großen Bürste ankommt, dann hat er natürlich da keine Lust drauf. Als ich ein kleines Mädchen war, ich hatte ganz lange Haare, ich hatte nie Bock auf Haare waschen und Haare bürsten und habe gebrüllt wie am Spieß. Ende vom Lied, mein Opa hat mir die Haare abgeschnitten. Okay. Seitdem sind die nicht mehr nachgewachsen. die Hunde werden sich natürlich. Ne? Die sagen, oh nee, ich hab da keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe, ich will Welpe sein, ich will lieber spielen und so. Ja? Und dann fiepst der und dann denkt das Frauchen, oh Gott, das tut dem weh. Und dann hört die natürlich auf. Und was hat der Welpe dann gelernt? Alles Erfolg. Klar. Genau, er hat Erfolg, weil er fiepst und die hört auf. Und diese Hunde habe ich dann bei mir auf dem Tisch und denen muss ich dann beibringen, nein, Bürsten ist nichts Schlimmes. Wenn man es behutsam macht und man muss es eben bei kleinen Hunden sehr, sehr vorsichtig machen und sie spielerisch an das Thema Fellpflege auch ranführen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr einfach gnadenlos weiterbürstet, während das Tier wirklich echt ein bisschen Angst hat auch davor. Man muss das Ganze behutsam machen, wie die Franzi schon gesagt hat, mit der Bürste vielleicht näher rangehen, guck mal, hier ist es was Tolles, da passiert dir nichts. Und dann wirklich ganz, ganz langsam anfangen, vielleicht mit der Hand hinterher streichen, sodass der Hund auch wirklich vielleicht sogar was Positives damit verknüpft und das ja vielleicht sogar genießt, so ein bisschen als Wellness. Ja, das ist ja auch eine Interaktion, ne? Das ist ein sozialer Aspekt. Man kümmert sich um seinen Hund, man fässt ihn an, er sagt, ah, sie beschäftigt sich mit mir. Und am besten, ihr macht ein Ritual draus, ja? Dass es nach dem Bürsten, nach der Fellpflege irgendwie ein Leckerchen oder ein besonderes Spielzeug oder so gibt. Dann weiß der Hund, okay, die Bürste kommt und danach gibt es was Tolles. So Leute, Mythos Nummer 3. Hunde darf man nicht waschen. Franzi, Hunde darf man wirklich nicht waschen? Was sagst du denn dazu? Das ist auch absoluter Quatsch. Aber dafür nehme ich euch jetzt mal mit in die 80er Jahre. Denn da kommt dieses Gerücht nämlich eigentlich her. In den 80er Jahren wusste man noch nicht, dass Hunde einen anderen pH-Wert haben als Menschen. Das heißt, man hat Hunde mit allem gewaschen, was für den Mensch quasi da war. Ne? Also Seifen, Shampoos. Heute weiß man, dass der Hund einen viel höheren pH-Wert hat als der Mensch, nämlich 7 aufwärts. Und der Mensch hat einen pH-Wert von um die 5,5. Wenn man ein spezielles Hundeshampoo verwendet, was den passenden pH-Wert für den Hund hat, dann kann man, jetzt haltet euch mal fest, jede Woche seinen Hund waschen. Wahnsinn. Aber was man gar nicht machen sollte, ist den Hund mit Menschenprodukten weiterhin zu waschen. Ja? Es ist so, als wenn du dich mit Essig waschen würdest. Mache ich manchmal. Das ist viel zu sauer für den Hund, für das Hundefell. Dieser saure pH-Wert von dem Shampoo macht die Haut kaputt, macht das Fell kaputt. Und dann sind die Folgen, dass die Hunde entweder extrem schuppen oder ein strähniges Fell bekommen. Also das ist nicht gut.
Also Leute, falls eure Hunde anfangen zu stinken, bedenkenlos selbst waschen. Achtet nur darauf, dass ihr wirklich Hundeshampoo benutzt und kein Menschenshampoo. Ansonsten hat die Franzi uns auch noch einen Link mitgebracht, und zwar zu einem Artikel, den ich für das Soroyal Magazin geschrieben habe, rund um das Thema Fellpflege. Aber sie werden wir noch einmal sehen, dann aber mit ein paar Hunden. Oh cool, super. Rund um das Thema, wie pflege ich meinen Hund selbst zu Hause mit einer Bürste. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Vielen Dank erstmal, dass du dabei warst. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, bitte schreibt mir keine WhatsApp, sondern einfach unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit um 17 Uhr. Ciao. Tschüss.